Gut. Oh, no, da liegt Schnee. Das ist aber nicht gut. Das ist doch kalt an den Sandalenfüßen. Hallo und willkommen zurück zu Sengoku Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Vögel kreisen über irgendwas. Sehen aus wie Tauben. Keine Ahnung, was die da machen. Heute geht's weiter. Ich bin wieder so ein bisschen weiter, habe schon wieder ziemlich viel vorbereitet. Wir stehen hier an der Brücke zu Sosogi rüber. Da drüben war früher Sosogi, das abgebrannte Dorf. Und wir sollen ja diese Brücke reparieren. Dafür brauchen wir so eine Brückenspezialwerkstatt. Spezialprojektwerkstatt heißt die. Die habe ich schon mal aufgebaut. Hier können wir jetzt die Ressourcen einlagern, die wir dafür brauchen. Da können wir auswählen, was wir reintun wollen. Bretter zum Beispiel. Und die können wir dann hier deponieren. Holzstamm. Bam. Jetzt haben wir alles eingelagert, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir hier Arbeiter zuweisen und es dauert dann mehrere Jahreszeiten, bis diese Brücke fertiggestellt ist. Wir können es, glaube ich, auch selber machen. Also ich kann mich da auch selber zuweisen. Wir können es ja mal probieren. Ich bin so ein bisschen weiter, was diese ganze Zuweisung und so angeht. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was die Leute wirklich arbeiten. Das müssen wir dann auch noch rausfinden. Das schauen wir heute mal so ein bisschen, was die inzwischen gemacht haben. Wir haben einmal Sayuri, die arbeitet am kleinen Brunnen. Die hat so Eimer und die fördert Wasser. So. 50. Bis zu 50 Wasser. Und dann lagert die das, glaube ich, im Lagerhaus ein, ne? Und dann haben wir hier noch Ako. Die benutzt die Äxte, um Stämme und Bambus zu organisieren. Maximum 6. Nee. Ja doch. Nochmal hier. 6 bis 10 von allem. Geht nur bis 8, okay. Und ich glaube, ich könnte mich jetzt auch zuweisen als, wo ist denn das Ding? Spezialprojekt Werkbank-Kollege. Arbeiter zuweisen. Das funktioniert so nicht. Das müssten wir dann wahrscheinlich selber machen. Wir gehen jetzt mal kurz darüber und probieren das. Und ich vermute, wir müssen dann jemanden zuweisen, weil ich will das ja nicht alleine machen alles. Hier stand vorher das Schild, ne? Das ist jetzt weg. Okay. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Also ich glaube, das funktioniert jetzt. Dann weisen wir hier jetzt einfach die Sayuri zu. Weil Wasser haben wir, glaube ich, erstmal genug. Gehen wir mal hier runter. Sayuri. Okay. Ich glaube, 100% nächste Jahreszeit. Schauen wir mal. Sayuri ist jetzt zugewiesen. Die kommt jetzt hierher und baut diese Brücke. Super cool. Gut. Wir gehen dann erstmal wieder zurück nach Hause und schauen uns an, was da so passiert ist. Da habe ich auch schon ziemlich viel vorbereitet. Ich glaube, wir bauen uns heute mal eine gescheite Waffe, dass wir uns ein bisschen besser verteidigen können gegen Wildschweine und Banditen. Oh, es ist ziemlich dunkel. Und dann schauen wir mal weiter. Es gibt so viel zu tun. Ich habe ein paar neue Gebäude stehen. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir heute alles schaffen. Wir stehen ja immer noch komplett am Anfang. Auf jeden Fall ist jetzt die Questreihe in Arbeit. Wir müssen jetzt diese Brücke bauen. Und es dauert jetzt scheinbar richtig lange. Das heißt, die wird wahrscheinlich erst so nächstes Frühjahr oder Sommer dann fertig. Und bis dahin geht jetzt in der Hauptquest erstmal nichts voran. Das heißt, wir müssen jetzt mal die Gebäude bauen, die wir bauen können. Die Schmiede, glaube ich, dürfen wir noch nicht bauen. Können wir mal gucken. Die Produktionsstätten. Ich hätte ja gerne so eine Schmiede. Die ist noch gelockt, also die können wir dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr bauen. Jeder Start ist schwer und so. Jetzt gucken wir mal, was wir bis dahin so machen können. Und da gibt es noch extrem viel zu tun, habe ich gesehen. So, da sind wir wieder zu Hause in unserem wunderschönen kleinen Dörfchen. Ich weiß noch nicht, was mit Sayuri los ist. Die hängt da so ein bisschen in der Wand. Vielleicht nehmen wir mal dieses Podest da weg. Also die NPCs bleiben an allem möglichen Zeug immer hängen. Das ist ein bisschen schwierig. Setzen wir das mal da. Hilft das was? Nö. Ansprechen. Wie fühlst du dich jetzt, da wir zum selben Dorf gehören? Okay. Ich hoffe wirklich, dass diese Brücke nochmal überqueren kann. Ja, dann bau die Brücke doch. Die hängt komplett fest. Können wir die irgendwie lose kriegen? Hey du!
Okay, das Ehrgefühl hält uns davon ab, Unschuldige zu töten. Das heißt, wir dürfen nicht mit dem Hammer auf sie hauen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen könnten, um die da rauszubekommen. Da müsste ich das Haus abreißen, ne? Ah doch, wir können das ganze Haus verschieben. Moment. Glaube ich. Oder? Können wir das nicht? Gebäude verschieben. Ich habe sie befreit. Okay, das ist ziemlich cool. Das hilft uns halt jetzt auch wirklich weiter mit den Bugs, die das Spiel leider noch hat. So. Sayuri ist befreit. Theoretisch sollte es dann auch weitergehen mit der Brücke. Wir werden sehen. Das Haus stellen wir mal wieder hier hin. Da ungefähr stand es. Und Sayuri hatte jetzt die ganze Zeit Wasser gefördert. Jetzt schauen wir mal, ob da was passiert ist. Nö. Das Wasser habe ich selber da reingepackt. Ah, hier ist aber auch Wasser drin. Okay. Sie hat, glaube ich, in alle Fässer jeweils 50 Wasser reingepackt. Das heißt, wenn man da einstellt, die sollen 50 Wasser sammeln, dann tun die in jedes Behältnis, wo Wasser reingehört, tun die dann Wasser rein. Und zwar 50 Stück. Mit dem Holz funktioniert das irgendwie gerade nicht. Also keine Ahnung. Eigentlich sollte ja Akko Holz sammeln, ne? Die ist irgendwo unten am See unterwegs gewesen eben. Jetzt ist sie weg. Also die NPCs teleportieren sich auch durch die Gegend. Ich weiß nicht, wo sie jetzt gerade ist. Die wird schon wieder auftauchen. Das müssen wir mal beobachten. Die soll eigentlich Holz sammeln und das müsste sie dann theoretisch hier einlagern. Ich habe auch mal so einen Holzkohlemeiler hingestellt. Da kann man jetzt so Holz reintun. Brennholz. Das habe ich schon gemacht. Ich habe keins mehr. Und für jedes Brennholz wird dann 2 Holzkohle hergestellt. Also für 20 Brennholz kriegen wir 40 Holzkohle. Das ist ganz cool. Brauchen wir halt momentan noch nicht. Haben wir eh schon ziemlich viel aus dem Lagerfeuer, ne? Haben wir alles aufgehoben. Das ist ja unser Trockengestell. Da ist noch Heu drin, wenn wir brauchen. Stroh. Wir können noch ein bisschen Gras hinzufügen. Geht nicht. Müssen wir erst das Heu nehmen. Wir haben genug Heu, glaube ich, aktuell. Das hier ist das allgemeine Lager. Da ist jetzt so eine Tawara-Tasche drin. Und da können wir dann andere Sachen drin lagern. So Gegenstände, die die Dorfbewohner nicht, wo die nicht ran sollen. Das ist also unser privates Lager quasi. Da können wir aber auch Dorfbewohnerlager installieren, glaube ich. Nehmen wir mal den Hammer raus. Einrichtung, Lagereinrichtung und Getränkelager. Wie wäre es mit einem Holzlager? Dynastie-Holzlager. Genau, so wir könnten hier auch ein Dynastie-Holzlager mit reinpacken. Aber momentan ist es unser privates kleines Lager. Okay. Und dann haben wir ja letzte Folge noch alles Mögliche zusammen hingestellt. Ich habe das alles fertig gebaut. War super spannend. Da unten ist eine. Das ist aber nicht Akko, das ist Sayuri, oder? Das ist Sayuri. Da drüben ist Akko. Was machen die denn? Ich verstehe das alles nicht so ganz. Also Sayuri sollte eigentlich bei der Brücke sein. Akko sollte eigentlich hinten beim Holzfällerlager sein. Die läuft in die falsche Richtung. Aber die werden schon wissen, was sie tun, ne? Wir beobachten das mal weiter. Jetzt habe ich hier so eine Fischerhütte hingestellt. Die habe ich auch ganz schön umgebaut, so wie ich gedacht habe, dass das cool aussieht. Jetzt haben wir hier so offene Seefront quasi. Das ist doch ganz cool. Das ist, glaube ich, der Haupteingang. Den habe ich nicht gesehen beim Platzieren. Wir können die Hütte auch noch drehen, ne? Aber ich denke, das passt so. Ich gehe mal hier rein. Und das hier ist so ein Fischernetzgestell. Da können wir aus Stroh Fischernetze herstellen. Das ist cool. Die kann man auch einzeln hinstellen. Ich habe die schon irgendwo gesehen, die Gestelle. Aber momentan passt das, glaube ich, so. Und wir haben noch keinen Fischer, ne? Den müssen wir dann noch anstellen. Also wir brauchen dringend mehr Leute. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, was hier noch in der Bärensammlerhütte abgeht. Da geht aber nicht viel ab. Also da fehlt irgendwie noch was. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was wir da noch machen müssen. Aber ich denke mal, wenn wir da jemanden anstellen, dann können wir hier so ein Nahrungslager reinstellen. Ja, könnten wir. Ich stelle hier einfach mal so ein Nahrungsmittellager rein. Dass hier überhaupt irgendwas drin steht. Und dann haben wir hier so eine Bärensammlerhütte. Und bam. Okay. Brauchen noch wieder so einen Hammer. Den equippen wir direkt wieder. Ja, und dann brauchen wir halt mehr Dorfbewohner, um das alles ausprobieren zu können. Aber das ist die Sammlerhütte. Bärensammler. Sammlerhütte heißt die einfach.
Genau. Und was ein bisschen spannender ist, ist diese Jagdhütte. Die haben wir auch gemeinsam hingestellt. Die steht hier richtig schön an den Sümpfen und da, wo die ganzen Hirsche unterwegs sind. Das ist also perfekt. Da brauchen wir dann noch einen Jäger. Und wir können uns hier aber schon mal einen Bogen oder sowas herstellen. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gucken mal, was der kostet. Hier ist nämlich so eine Werkbank mit drin. Die habe ich da in die Ecke gestellt. Und hier können wir Pfeile herstellen. Dafür brauchen wir Stöcke, Steine und Federn. Wir stellen mal 10 her. Und dann können wir uns auch einen Bogen herstellen. Ne? Das probieren wir jetzt mal aus. Und dann gehen wir Wildschweine jagen, oder? Dass wir uns mal ein bisschen revanchieren. So, dann gibt es den Kurzbogen und den Halbbogen. Der Halbbogen ist, der kostet Leder, ne? Das müssen wir erst noch herstellen. Wir bauen jetzt mal so einen Kurzbogen. Das andere sind so Items, die wir auch selber herstellen können. Eine Öllampe. Wir stellen jetzt mal so einen Kurzbogen her. Okay. Du hast soeben eine Fernkampfwaffe erhalten, die Munition benutzt. Um sie zu verwenden, musst du zunächst die passende Munition finden oder herstellen. Beispielsweise Pfeile für einen Bogen. Danach musst du sie im Munitionslot ausrüsten und so weiter und so fort. Bam, bam. Machen wir jetzt. Munitionslot, okay. Das war eine gute Info, weil den kenne ich noch nicht, den Munitionslot. Der ist da oben, ne? Bam. Cool. Dann wissen wir auch, wie das funktioniert. Jetzt haben wir so einen coolen Köcher. Nice. Ja, und jetzt können wir hier so schießen auf den Hirschen. Okay, so funktioniert das. Ich glaube, ich habe drüber geschossen oder so. Ist nicht so einfach. Jetzt habe ich ihn erwischt. Jawohl. Meint ihr, wir finden den Pfeil wieder? Ich glaube es ja nicht. Irgendwo müsste hier einer rumliegen. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir den Hirsch noch erwischen. Da ist er. Sehen. Aber nicht gut genug. Der versteckt sich vor uns. So. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Wieder ein Pfeil verschwendet. Okay, wir müssen ein bisschen sparsamer sein. Jetzt habe ich ihn wieder erwischt, oder? Ich glaube, wir haben ihn fast. Wir gehen jetzt rein. Seid ihr bereit? Und? Der kann nicht mehr richtig weglaufen. Erwischt. Okay. Der soll jetzt die Pfeile wieder hergeben. Ich glaube, wir müssen erst die Pfeile einsammeln. Weil sonst sind die weg. Einen haben wir gefunden. Wo ist der? Die anderen finden wir nicht mehr, ne? Wir häuten den jetzt einfach. Skin. Fett, Fell und Fleisch. Bam, bam. Super cool. Pfeile sehe ich keine mehr. Oh, da war was. Stein oder so. Aber kein Pfeil. Das ist echt schwer, die Sachen zurückzubekommen. Mit den Speeren genauso. Und ich habe schon so ein bisschen hochgelevelt. Das ist bei Legende, glaube ich. Genau. Wir können hier auch bei Handwerker, glaube ich, die Jagd hochleveln. Baumfell? Nee, bei Krieger. Felljäger. Beim Häuten eines Tieres erhältst du Fell und andere Rohstoffe wie Fleisch. Und das haben wir schon gelevelt. Veteran heißt, wir brauchen weniger Ausdauer. Ein starker Mann gibt mehr Angriffsschaden. Und mit dem Skill Tierfettgewinnung können wir Fett sammeln von Tieren. Und mehr gibt es da, glaube ich, noch nicht. Wir haben jetzt auch keinen Punkt mehr, um den starken Mann freizuschalten. Hier haben wir aber viele Punkte. Wir haben aber schon alles freigeschaltet. Also, da ist dann irgendwie Stufe 2 noch? Weiß ich nicht genau. Da haben wir auch noch keinen Punkt. Beim Mönch? Da haben wir jetzt einen Kami-Schrein freigeschaltet, aber den noch nicht. Also es gibt noch ein bisschen was freizuschalten. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mehr Rohstoffe von den Tieren, was schon mal ziemlich cool ist. Der Bogen ist auch sehr cool. Funktioniert. Macht halt irgendwie nicht so viel Schaden, ne? Und die Pfeile, die müssen wir halt immer herstellen. Aber wir haben genug Federn. Das wäre gar kein Thema. Gut. Sehr cool. Dann haben wir jetzt so eine Jagdhütte stehen. Dann habe ich noch was ziemlich Spannendes entdeckt. Wir bauen jetzt einfach mal alles zu und probieren das aus.
Und zwar gibt es hier bei Dorfbauwerke noch so kleine Bauwerke oder so heißt es, ne? Landesgebäude. Zäune, kleine Bauwerke. Zielscheibe, also gibt es richtig viel Spielzeug. Sitzgelegenheiten. Man könnte mal so einen Stumpf irgendwo hinstellen. Baumstumpf 2. Stellen wir mal hier einen hin, das ist doch cool. Soll er was machen? Nee, da steht er jetzt. Okay. Und wo war denn das Dorf? Einfache Bauwerke. Hier bei Handelsgebäude gibt es zum Beispiel diese Bettlerhütten. Temporäre Unterkunft für Einsiedler. Da könnten wandernde Bettler Unterschlupf finden. Das dürfen wir aber noch nicht hinstellen. Das ist auch cool. Es gibt echt viel. Wir könnten auch mal so ein großes Eingangstor installieren. Breites Holztor. Rindentor. Das ist das Holztor. Und Tor, Tor, Tor. Das ist nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden. Das ist das Rindentor. Wollen wir so ein Rindentor nehmen? Das ist schon cool, oder? Das bauen wir hier jetzt einfach mal hin, so testweise. Dann haben wir da eins stehen. Machen wir mal hier den Dorfeingang, oder? Hier ist der Eingang zu unserem wunderschönen Dorf. Bam! Okay, das ist nicht günstig. Wir müssen ein bisschen Bambus holen. Und Holzstämme haben wir gleich genug, ne? Kurz Ausdauerregen. Wir müssen nochmal was essen. So. Und dann gucken wir gleich nochmal, was Arco so lang gemacht hat. Wir müssen ja sowieso Bambus holen. Der Bandit ist verschwunden. Es kam jetzt auch kein neuer Bandit mehr. Also ich habe jetzt erstmal meine Ruhe gehabt. So, wir haben hier vorne, glaube ich, noch ein bisschen Bambus liegen. Schauen wir mal. Genau, das nehmen wir mal mit. Und ist hier jetzt jemand? Nee. Akku ist nicht da. Ich weiß nicht, was die macht. Vielleicht ist die mit Sayuri mitgegangen. Die soll eigentlich Holz sammeln. Wir schauen noch mal kurz. Dynastie, Arbeitsplätze. Sayuri ist ein Spezialprojekt und Akku ist beim Holzsammeln. Holzfällerhütte, Holzarbeiter. Sollte theoretisch funktionieren, ne? Funktioniert aber nicht. Also das mit dem Wasser hat auf jeden Fall funktioniert. Das war schon mal ganz cool. Wir können Akku auch mal der Jägerhütte zuweisen oder so. Aber dann braucht die wahrscheinlich irgendwie einen Bogen und Pfeile. Oder der Sammlerhütte. Akku. Oder in die Fischhütte, ne? Geh mal in die... Fisch haben wir genug. Die soll mal sammeln. Mal gucken, was Akku sammelt. So. Preiselbeeren, Eier, Gobu. Was brauchen wir denn? Wasabi. Kentakepilz. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Geh doch erstmal in die Fischerhütte. Da können wir Perlen sammeln. Boah, Fisch. Wir haben eigentlich genug zu essen, ne? Das macht gar keinen Sinn. So, geh da nochmal raus. Dorfbewohner zuweisen. Würde ich ja gerne machen. Wie geht denn das? Fisch. Fischerhütte. Na, da oben geht es doch. Nochmal zurück. Arbeiter zuweisen. Akku. Sammel mal Fisch. Fischernetz haben wir doch. Müssen wir erst in unser Lager packen. Nur da haben die Dorfbewohner dann Zugriff, glaube ich. Wir haben ja 10 Netze. Nehmen wir mal mit. Dann packen wir die hier ins allgemeine Lager. Da, wo auch die Äxte und so drin liegen. Das Komische ist auch, die beiden Eimer, die ich reingepackt habe, sind noch da. Obwohl Sayuri ja Wasser geholt hat, ne? Und die Äxte, die am Anfang immer verschwunden sind, die verschwinden jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil Akku einfach auch nicht mehr arbeitet, ne? Akku sammelt ja kein Holz mehr. Obwohl sie es eigentlich sollte. Fischerhütte. Akku arbeitet. Akku kriegt Fischernetz. Bam, 12 Stück.
Und Perlen und so soll sie auch mal sammeln, ne? Perlen und Muschelschale. So. Leg mal los, Akku. Jetzt will ich aber was sehen. Mal gucken, ob sie wieder auftaucht. Sind die jetzt eigentlich alle zufrieden oder nicht so zufrieden? Schauen wir nochmal. Nicht super zufrieden, ne? Bevölkerung. Nicht so super zufrieden irgendwie. Aber die kriegen eigentlich viel zu essen, ne? Na, jetzt kriegen sie wieder viel zu essen. Mhm. Das muss man, glaube ich, jede Jahreszeit wieder neu einstellen, ne? Dass die mehr essen dürfen. Das hatten wir schon mal umgestellt eigentlich. 3000 Mahlzeiten? Was bedeutet das? 3,1 Mahlzeiten? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Essen, da achte ich immer drauf. Die Vorräte sind noch alle gut aufgefüllt. Wir haben ganz viel Fleisch. Am meisten futter ich auf jeden Fall selbst. So. Na gut. Also wir müssen jetzt im Prinzip warten, bis Sayuri die Brücke ausbaut. Weil vorher können wir, glaube ich, nichts Neues freischalten. Das heißt, wir nutzen die Zeit jetzt einfach mal alles hinzustellen, was wir hinstellen können und probieren es einfach mal alles aus. Es gibt ja noch die Bergbauposten. Den stellen wir mal noch mit hin. Den stellen wir dann hier drüben bei der Holzhütte so in die Richtung. Der braucht scheinbar auch nicht irgendwie ein Rohstoffvorkommen oder sowas, sondern den können wir hier einfach hinstellen. Ist doch ganz cool. Vielleicht hier so an den Weg. Das wäre doch nett. Dann machen wir hier mal die Bäume weg und stellen den hier mit dazu. Genau. Ich habe auch rausgefunden, wie man Ton erntet. Es gibt halt, wie bei den meisten Vorkommen, große und kleinere. Und wir können halt nur die ganz kleinen Tonvorkommen abbauen. Und das habe ich auch gemacht. Also wir haben jetzt jede Menge Ton. Ich habe auch ein bisschen was dabei hier. Wir wissen ja, wo es Ton gibt. Das gibt es hier überall. Das gibt es am ganzen See. Das ist also gar kein Thema. Das brauchen wir für manche der Gebäude. So. Wenn die Bäume hier raus sind, können wir hier, glaube ich, ganz gemütlich bauen. Vorsicht, Baum fällt. So, ich glaube, ich treffe den Großen. Den nehmen wir auch noch mit. Die müssen wir, glaube ich, wegmachen, dass wir hier bauen dürfen. So. Holz können wir eh gut gebrauchen. Und dann müssen wir die Stümpfe, glaube ich, auch noch wegmachen, ne? So. Stein ist weg. Stumpf kommt auch noch weg. Oh yeah. Da sind wir auch schon mit dem Haus soweit fertig. Das sind irgendwie so Schienen oder was, ne? Und Bergbauposten? Pflichteinrichtungsphase. Das müssen wir noch zu Ende bauen. Kostet 25 Stein. Und 3 Bretter. Also es wird immer ein bisschen aufwendiger jetzt mit dem Bauen. Und das geht auch nicht schneller, weil wir hatten ja schon mal einen Metallhammer, ne? Da ging es auch nicht schneller mit. Mit so einem Eisenhammer. Der hat nur länger gehalten. Hier brauche ich halt dann 5 Hämmer für ein Gebäude. Und bäm, fertig. Steck weg den Hammer. Steinmetzstation. Wir können hier Kami-Statuen herstellen. Yeah. Wir können Schreine bauen. Das ist cool. Steinkrüge und gemeißelte Steine. Okay, können wir jetzt herstellen. Das ist doch schon mal ein Upgrade. So, das ist das Teil. Ich habe die Wälder hier schon mal erheblich ausgedünnt. Man sieht es noch nicht so recht, vor allem wenn es stockfinster ist, aber da sind überall Baumstümpfe drin. Wir brauchen einfach sehr viel Holz. Und wir können ja mal gucken, ach, Kami macht ja jetzt nichts mehr hier, ne? Kami ist ja jetzt fischen gegangen. Das heißt, wir müssen das Holz wirklich selber sammeln. Ich musste das ganze Holz für die Gebäude selber sammeln. Niemand hat mir geholfen, das ist echt fies. Nehmen wir mal die Fackel raus. Und gucken kurz, ob sie tatsächlich fischt oder das auch nicht macht. Nee, wir haben keinen frischen Fisch. Scheinbar sammelt sie auch keinen Fisch. Die hat nicht so richtig Lust, die Akku. Dabei haben wir doch jetzt Netze. Das müssen wir mal weiter beobachten.
Ich weiß es nicht. Müssen wir hier ein Lager reinbauen? Keine Ahnung. Wir können aber ein Lager noch mit dazu setzen. Vielleicht packt die das ja hier ins lokale Lager rein. Einrichtung. Und Lagereinrichtung. Nahrungsmittellager. Machen wir hier so ein Nahrungsmittellager. Kostet ja nur Stroh. Haben wir nicht mehr, oder? Müssen wir erst noch Stroh holen. Gut. Aber es geht wieder so ein bisschen was voran. Weißt du, da hinten gibt es auch noch was zum Bauen. Ist da irgendwas nicht fertiggestellt? Ach ja, das Tor müssen wir noch fertigstellen, hä? Nee. Stroh haben wir gebraucht. Das gibt's hier. Gras hinzufügen geht nicht. Wir nehmen mal das Stroh mit. Wir haben kein Gras. Müssen wir erst wieder sammeln. Dann bauen wir das noch fix zu Ende hier. Oh, und ich glaube, dann schlafen wir erstmal eine Runde. Das ist dann der Jahreszeitenwechsel übrigens. Dann starten wir in die nächste Jahreszeit, also vermutlich den Winter. Oh oh. Bam. Steht. Nee, machen wir den Hammer weg. Ach so, das ist ein geteiltes Lager, ne? Also ich glaube, egal wo man die Lager hinstellt, das Zeug landet dann immer im gemeinsamen Lager. Das heißt, Sayuri hat wahrscheinlich auch kein Wasser gesammelt, ne? Wir haben insgesamt 50 Wasser und das habe ich gesammelt. Das ist alles ziemlich schräg. Wir schlafen mal im Haus heute ausnahmsweise. Wir sind auch komplett alleine, ne? Weil die sind beide abgedampft. Sayuri ist bei der Brücke und Akko ist scheinbar mitgegangen, oder was? Schlafen 8 Stunden. Bam, bam. Und jetzt? Der Fluss friert zu. Was machen die denn? Die haben Holzstamm. Auf den Schultern. Das ist wohl der Brückenbauer. Oh, die Brücke wird gebaut. Meint ihr, Sayuri ist fertig? Schauen. Der Handel floriert. Und? Dynastieverwaltung. 3 Erwachsene bestätigen. Genau, die sollen viel essen. Arbeitslos. 1 ist obdachlos, 2 sind arbeitslos. 3 Erwachsene, Arbeitsplätze, Bevölkerung. Ich habe mir wahrscheinlich kein Bett zugewiesen. Das muss ich wahrscheinlich noch machen, ne? Bevölkerung. Neichus. So, Bett. Jetzt haben wir ein Bett. Und jetzt muss ich noch irgendwie zugewiesen werden. Was soll ich denn machen? Soll ich in den Bergbauposten gehen? Was mache ich denn da? Stein. Spitzhacke haben wir nicht. Muss ich mich drum kümmern. Kein zulässiges Werkzeug. Kommen wir hier wieder raus? Dankeschön. Fast. Ich will hier raus. Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Bestätigen müssen wir. Wir müssen hier bestätigen. Ich weiß nicht, was genau wir bestätigen. Aber wir müssen das bestätigen. Also machen wir das. 11:30. Ich weiß nicht, was das bedeutet. 3 Erwachsene, keine Kinder. Wir brauchen noch das Eislager und das Rüstlager. Bestätigen. Gut. Oh, no, da liegt Schnee. Das ist aber nicht gut. Das ist doch kalt an den Sandalenfüßen. Wir hinterlassen so eine Spur, die ein bisschen komisch ist irgendwie. Ah ja, die kommt erst verzögert, deswegen ist die komisch. Okay. Ziemlich cool, dass es so Spuren gibt, aber ziemlich freaky, dass die erst verzögert erscheinen. Nice, dann finden wir auch die Wildtiere gut, oder? Wenn die alle so Spuren hinterlassen. Wir sind immer noch alleine, niemand ist hier. Die ganzen Gräser und so sind weg. Also wir können jetzt wahrscheinlich kein Gras pflücken und keine Beeren sammeln und so. Im Winter. Oh, das ist schon ziemlich schön, oder? Das ist echt. Das ist ein schönes Spiel, ne? Nicht nur im Winter. Oh, wir sind doch nicht alleine, da ist jemand. Das ist Sayuri, oder? Sayuri. Wo ist denn Akko? Akko ist nicht mehr hier. Das ist alles komisch. Hat sie Spuren hinterlassen? Nee. Okay. Die NPCs hinterlassen keine Spuren.
Nur wir hinterlassen Spuren, verzögerte Spuren. Na gut, dann sind wir jetzt im Winter. Mir scheint es jetzt momentan nichts auszumachen, ehrlich gesagt. Wir laufen jetzt halbnackt hier rum und es ist alles gut. Und wir müssen mit Toshishi sprechen. Das heißt, die Brücke ist jetzt tatsächlich fertig. Dann können wir auch Sayuri eigentlich wieder bei uns lassen. Sayuri soll dann irgendwas anderes machen. Fischen, jagen, Holzarbeiter, hätte ich gesagt. Holzarbeiter in der Holzfällerhütte. Das haben wir schon alles eingestellt. Dann nehmen wir einfach Sayuri. Die kriegt dann ihre Axt für jede Tätigkeit. So. Und dann ist sie wieder zugeteilt. Dann sollte sie im Dorf bleiben eigentlich. Mal gucken, ob Akko auch wieder zurückkommt. Wir werden sehen. Also es gibt ein gemeinsames Lager für jedes Item. Man braucht eigentlich nur ein so Behältnis hinzustellen, weil da sind jetzt 50 Wasser drin. Und in allen anderen Getränkelagern sind dann auch diese 50 Wasser verfügbar. Und so kann man seine Items auch über die Map teleportieren quasi. Das ist ein Lager auf der gesamten Karte. Das ist natürlich relativ praktisch, ne? Aber wir können dann auch nicht allzu viel zwischenlagern. Das muss man natürlich auch wissen. Na gut, ziemlich spannend das Ganze. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet, ob ihr da noch mehr sehen wollt. Wir sind jetzt erstmal im Winter, den müssen wir jetzt überstehen. Wir haben ja genug Essen, glaube ich. Und dann müssen wir die Hauptquest weiterverfolgen, damit wir möglichst bald dann mal die Schmiede nutzen dürfen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Roher Fisch, den müssen wir mal verarbeiten. Wieso war da jetzt roher Fisch drin? Den habe ich, glaube ich, nicht reingetan, oder? Kann es sein, dass die NPCs nur beim Jahreszeitenwechsel Ressourcen sammeln? Das wäre möglich, oder? Vielleicht sammeln die so in den normalen Tagen gar nicht, sondern man kriegt erst Ressourcen, wenn die Jahreszeit wechselt. Also alle vier Tage, glaube ich, ne? Das wäre möglich. Das wäre dann auch wieder eine interessante Mechanik. Dann lassen wir den Fisch mal hier. Ich habe genug Fleisch. So. Okay. Ja, und da müssen wir mal erkunden gehen. Wir waren noch kaum unterwegs, ne? Nur zum Holz sammeln. Da haben wir schon so eine Höhle gefunden. Wir brauchen die Schmiede, um die Spitzhacke herzustellen. Die Eisenspitzhacke. Wir brauchen aber erstmal Eisenerz, um die herzustellen, ne? Also müssen wir unbedingt erkunden gehen. Eisenerz finden. Und vielleicht ein paar freiwillige Mitarbeiter hier noch anwerben. Dass wir nicht alles alleine machen müssen. Und wahrscheinlich kriegen wir dann während den Jahreszeiten wechseln immer die entsprechenden Ressourcen. Das heißt, wir müssen die Leute auch gar nicht zuweisen, bevor es wieder so ein Wechsel ansteht. Dann müssen alle zugewiesen sein. Gut zu wissen. Ziemlich spannend das Ganze. Gibt halt echt viele neue Mechaniken in dem Game. Ich werde jetzt mal rüber zu Toshishi sprinten und mal fragen, was der braucht, damit wir möglichst die Schmiede freischalten. Mal schauen. Und dann machen wir uns unbedingt auch mal los auf Erkundung und suchen nach Eisenerz. Für heute müssen wir es aber schon wieder gut sein lassen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr habt genauso viel Spaß hier in Sengoku Dynasty wie ich. Es wird wirklich Zeit, dass wir mal gescheite Klamotten irgendwie ranholen. Wir hatten doch schon Felle sogar, ne? Wir müssten uns doch irgendwas herstellen können. Ich glaube, wir haben sogar schon Fell gefunden. Ich weiß nur nicht genau, wo... Ah ja, hier. Fell. Also, das wäre nicht schlecht, wenn wir da irgendwie so einen Umhang oder sowas draus bauen könnten. Vielleicht eine Hose. Eine Hose wäre nicht verkehrt. Für heute war es das erstmal von mir aus Sengoku Dynasty. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dann.